Mein Name ist Albrecht Kellner. Einige kennen mich schon. Und für diejenigen, die neu sind, ich bin Physiker und stellvertretender technischer Direktor, jetzt im Ruhestand, der internationalen Raumfahrtfirma Astrum Space Transportation. Heute ist das ein Geschäftsbereich der Airbus Defence und Space. In meinem Ruhestand halte ich überall in Deutschland, Österreich und der Schweiz Vorträge über einige grundlegende Fragen des Lebens. Und dies ist Vortrag Nummer 21. Mit dem Titel Esoterik versus Evangelium? Fragezeichen. Es geht also hier darum, wie weit Esoterik und Evangelium miteinander kompatibel sind oder nicht. Als Einleitung, ich war ein Sinnsuchender. Deswegen habe ich Physik studiert. In der Hoffnung, dass ich auf diese Weise, um mit Goethes Faust zu sprechen, erkennen kann, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und wurde bitterlich enttäuscht. Hier haben wir so einen, der mich bitterlich enttäuscht hat. Gut, der wusste nichts davon. Die Physik beschreibt nämlich nur die Rätsel, sie erklärt sie nicht. Nicht? Sie nimmt zur Kenntnis, dass es da ganz rätselhafte Phänomene gibt, gerade in der Quantenphysik. Da grübeln die Physiker heute noch, was eigentlich die Deutung dieser Phänomene ist. Aber sie nimmt sie zur Kenntnis, gießt sie in die Sprache der Mathematik und kann damit so Dinge entwickeln wie Radios, Fernseher, Laptops und so weiter und so fort. Aber hier gibt es also die tiefere Erklärung nicht. Deswegen wandte ich mich dann bewusstseinserweiternden Mitteln zu. Ich experimentierte mit Cannabis. Das Ergebnis, das vertiefte nur noch die Rätsel. Nicht durch dieses sensibilisierte Bewusstsein erkannte man die Rätselhaftigkeit, aber auch die Schönheit der Natur noch viel tiefer. Es führte allerdings auch zu Ängsten. Ja, und dann machte ich transzendentale Meditation nach den Vorgaben dieses freundlichen Gentleman, Maharishi Mahesh Yogi. Und das Ergebnis war aber das gleiche im Wesentlichen wie unter der Wirkung der Droge. Der Zustand war mehr oder weniger der gleiche, nur etwas abgeschwächter, aber dafür war es preiswerter. Also meditierte ich. Ja, und dann beschäftigte ich mich mit indischen Weisheitslehren, mit dem Buddhismus insbesondere. Der Buddhismus sagt ja, Leid kommt dadurch zustande, dass der Mensch anhaftet an Vergänglichem, was nicht einer gewissen Logik entbehrt, denn wenn das Vergängliche seiner Eigenschaft entsprechend vergeht und man haftet immer noch an, dann erlebt man das als Leid. Und zur Therapie, um davon loszukommen, muss man halt das Anhaften loswerden durch die verschiedensten Praktiken, die es da gibt. Und dann hat man aber eigentlich nichts mehr. Man landet letztlich im Nichts, im Nirvana. Das war also nichts für mich. Ich lernte dann schließlich eine sehr gut funktionierende Methode des Hellsehens. Tatsächlich, das gibt es. Und seitdem weiß ich, es gibt Außersinnliches. Ja, was ich damit sagen will, ich habe mehrere Jahre praktische Erfahrung in der Esoterik. Und da bin ich nicht der Einzige. Viele Sinnsuchende landen hier, gerade Sinnsuchende, aber nicht nur Sinnsuchende, sondern auch solche, die in gewissen Krisensituationen sind und Hilfe suchen, nicht? Die kommen alle hierhin, weil sie sich hier konkrete Hilfe erwarten. Nun einige Beispiele der Esoterik, um mal das Wesentliche der Esoterik herauszuarbeiten. Da gibt es zum Beispiel ganz prominent Reiki. Reiki-Praktizierende gehen davon aus, dass sie nicht mit ihrer eigenen Energie arbeiten, sondern sie sehen sich als Kanal für eine externe geistige Reiki-Energie, um Menschen zu heilen, zum Beispiel. Im Schamanismus sieht es folgendermaßen aus: Der schamanische Therapeut, hier geht es auch um Heilung, nutzt in der Trance entstehende Bilder, auch Helfer oder Krafttiere oder Hilfsgeister genannt. Und diese Hilfsgeister werden nicht als menschliche Projektion verstanden, also wo man sagt, das habe ich mir selber ausgedacht, sondern tatsächlich als Hilfe, als geistige Hilfe von außen. Dann haben wir das Thema Hellsehen, da habe ich ja meine eigenen Erfahrungen. Das ist übrigens ganz ähnlich wie im Schamanismus. Das arbeitet auch mit Hilfsgeistern, die im Trancezustand angefordert werden und dann tatsächlich auch erscheinen. Und dann gibt es das Thema Kundalini-Yoga als weiteres Beispiel. Hier geht es um die Erweckung einer geistigen sogenannten Kundalini-Kraft im Sinne eines Aufsteigens durch die Chakren. Was sind Chakren? Das sind feinstoffliche Energiewirbel, sage ich mal, die längs des Rückgrats angeordnet sind. Das sieht man hier an diesen bunten Punkten.
Und die Kundalini-Kraft muss man sich vorstellen als eine zusammengerollte Schlange im Bereich der Lende, des Lendenwirbels. Und wenn sie jetzt erweckt wird, dann entrollt sie sich, so ist die Philosophie, und steigt auf durch die verschiedenen Chakren, bis sie das oberste Chakra erreicht hat. Und dort vereint sie sich mit der kosmischen Seele und der Mensch erfährt die Erleuchtung oder das höchste Glück. Ja, in diesem Zusammenhang auch das Thema Hatha-Yoga, das sind diese üblichen Yoga-Übungen. Das ist eigentlich nur der physische Aspekt des eigentlichen spirituellen Yoga, der den Körper auf diese spirituellen Übungen vorbereiten soll. Das heißt, es ist eigentlich eingebettet in dieses gesamte spirituelle Konstrukt. Das wissen übrigens die wenigsten. Was hier entscheidend ist, es handelt sich immer um die Aktivierung von Geistkräften, nenne ich das mal, oder Energien außerhalb des Menschen. Das ist entscheidend. Ja, nun noch einige weitere Beispiele, ohne dass ich jetzt im Einzelnen darauf eingehe. Nicht, da haben wir zum Beispiel die Astrologie, die gehört dazu, Tarotkarten lernen, erlegen, Tische rücken, Channeling, Pendeln, Tai Chi, I Ching, Aurasoma, Feng Shui, Hypnose, Meditation und so weiter und so fort. Auch Methoden der Alternativmedizin wie Warzenbesprechung, Homöopathie, Bachblüten, Edelsteintherapie, Reinkarnationstherapie, Familienstellen und so weiter. Alle gehen letztlich zurück auf die Aktivierung von solchen externen Geistkräften. Wie sieht das Ganze nun aus biblischer Sicht? Das kann man am besten erläutern anhand der biblischen Vorstellung vom Aufbau des Menschen und zwar nach seinen funktionalen Aspekten. Demgemäß besteht der Mensch aus drei funktionalen Aspekten, hier dargestellt in diesen drei konzentrischen Ringen. Außen hat man den Körper, die Sensomotorik, das sind also die fünf Sinne und die Gliedmaßen. Damit kann man sich wunderbar in der Natur bewegen. Und dann hat man am anderen Ende des Spektrums, also im Innersten des Menschen, den Geist. Dieser Geist ist immateriell. In unseren materiell orientierten Breitengraden ist das nicht so leicht zu akzeptieren, was das nun eigentlich ist, obwohl Esoteriker können das leichter akzeptieren. Aber wenn man das mit dem Ich des Menschen gleichsetzt, dann wird es leichter. Nicht? Das Ich ist ja etwas ganz Reales. Jeder von uns hat ein Ich. Letztlich ist jeder von uns ein Ich. Und mein Ich ist zum Beispiel ganz einzigartig. Das ist etwas anderes als Ihr Ich. Aber Sie haben genauso ein Ich. Und dieses Ich ist immateriell, wie man leicht erkennen kann, wenn man zum Beispiel an dieses Ich Fragen stellt, die man typischerweise an einen materiellen Körper stellen würde, nämlich wo ist es genau lokalisiert, was ist die Ausdehnung davon und wie schwer es ist zum Beispiel. Nicht? Da gibt es keine Antworten, das Ganze ist immateriell, aber es existiert. Es ist letztlich die innere Orientierung, letztlich das Wesen des, das eigentliche Wesen des Menschen. Ja, und dann gibt es die Seele, das ist das Bindeglied zwischen Körper und Geist. Hier spielen sich die Gefühle und die Gedanken ab. Um das Ganze mal zu illustrieren, stellen wir uns mal vor, der Mensch kriegt über seine Sensoren, also Augen und Ohren, er liest das und hört das, dass er mal lügen soll in diesem Fall. Dann schmeißt er diese Information in die Seele und dort beginnt dann ein Kampf der Gefühle und Gedanken sozusagen und das Ganze wird gesteuert durch den Geist. Und jetzt kommt es. Je nachdem, wes Geisteskind ein Mensch ist, wird er lügen oder die Wahrheit sagen. Nicht so funktioniert das. Nun, wie ist die biblische Sicht auf diese Geistkräfte, von denen wir eben gerade gesprochen haben? Und es ist so, die Bibel sagt tatsächlich, das existiert und nennt sie geistige Mächte. Nicht? Und darunter ist subsumiert alles, was wir bislang gesehen haben, Reiki-Energie, schamanische Hilfsgeister, hellseherische Hilfsgeister, Kundalini-Kraft und so weiter und so fort. Das sind die Bezeichnungen, die wir heute haben. Aber diese geistigen Mächte existierten schon immer, auch zur biblischen Zeit und davor. Ja, und diese Kräfte, diese Mächte wirken in der Seele. Dort wirken sie zunächst und können dann aber ausstrahlen in den Körper, um dort dann zum Beispiel Heilung zu bewirken, wie im Fall des Schamanismus. Und die Zielsetzung ist immer konkrete Erfahrung. Also derjenige, der sich der Esoterik zuwendet, der möchte sich nicht abspeisen lassen mit irgendwelchen schönen theoretischen Ausführungen, sondern er möchte etwas erfahren.
Nicht? Im Falle des Sinnsuchenden möchte er Erleuchtung erfahren. Im Falle des Kranken möchte er Heilung in Seele und Körper erfahren, je nachdem, was die Krankheit ist. Und man wendet sich auch der Esoterik zu, einfach nur um Glück und Erfolg im Leben zu haben. Das gibt es auch. Ja, und die Frage, wie bewerkstelligt man das Ganze oder wie aktiviert man das Ganze? Das geht folgendermaßen. Der Geist des Menschen, also dort, wo sein Wille ist, öffnet den Kräften den Zugriff auf die Seele durch den Willen. Der Wille ist der Schlüssel im spirituellen Bereich. Und in diesem Fall ist es so, er entscheidet sich zu esoterischen Übungen, nicht? Zum Beispiel Meditation. Und dann setzt die Erfahrung ein. Wie gesagt, sie wirkt in der Seele, aber strahlt aus oder kann ausstrahlen in den Körper, dementsprechend diese farbliche Kennzeichnung hier. Nun, die Bibel sagt aber noch mehr. Der Schöpfer existiert. Nicht nur die geistigen Mächte, sondern der Schöpfer existiert genauso. Und jetzt ganz wichtig, der Schöpfer will Gemeinschaft mit den Menschen haben. Das heißt, er hat den Menschen als ein Geschöpf konzipiert, so sagt die Bibel, mit dem er eine geistige Gemeinschaft, eine geistige Wechselwirkung oder eine geistige Beziehung haben will. Was das ist, werde ich dann demnächst noch etwas genauer erläutern. Aber so ist der Schöpfer orientiert und dementsprechend wirkt er im Geist. Nicht in der Seele, sondern hauptsächlich wirkt das Ganze im Geist. Es kann allerdings auch ausstrahlen in Seele und Körper und dort auch Heilung bewirken. Ich selber habe also solche Heilung im Körper erfahren und wen das interessiert, der kann mich gerne kontaktieren. Ich werde später am Ende des Videos meine Koordinaten geben. Ja, die Zielsetzung, und das ist jetzt ganz wichtig, ist auch Erfahrung. Und das ist das eigentliche Christsein. Wenn diese Erfahrung einsetzt, dann hat das eigentliche Christsein begonnen. Und ich kann an dieser Stelle sagen, das war für mich die größte Überraschung, als ich mit 25 Jahren diese Erfahrung machte. Ich hatte immer gedacht, Christsein ist nichts weiter als, ja, man muss eben an Dinge glauben, die man niemals beweisen kann. Man muss vielleicht in eine Gemeinde gehen und beten und so weiter und so fort. Und das wär's. Das wäre für mich nichts gewesen. Aber als ich erkannte, es geht tatsächlich um eine Erfahrung, um eine Erkenntnis, dann war ich bass erstaunt. Und dann wusste ich, jetzt setzt das eigentliche Christsein ein. Ich werde das später noch ein bisschen vertiefen. Und die Erfahrung, der Inhalt der Erfahrung ist die Erfahrung der Liebe Gottes. Das heißt, man erfährt die Liebe dessen, der dieses Weltall geschaffen hat. Und wenn das einsetzt, dann weiß man, jetzt ist das Leben gebonkt, so hatte ich das immer gesagt. Dann ist alles erledigt. Dann hat man den Sinn des Lebens gefunden. Das ist es. Die Liebesbeziehung ist zutiefst sinngebend, auch im zwischenmenschlichen Bereich. Und wenn das hier einsetzt, das ist ja immerhin die Liebe mit dem Höchstmöglichen gegenüber, dann hat man den tiefsten Sinn gefunden, nicht? Das entbehrt nicht einer gewissen Logik, der tiefste Sinn, Höchstmögliche gegenüber. Ja, und es strahlt eben auch aus in Geist, Seele und Körper, wie schon gesagt. Nun, die Frage ist, wie bekommt man hier den Zugang? Und das geht folgendermaßen. Auch hier ist es wieder der Geist, der Gott den Zugriff jetzt aber auf sich selbst, auf den menschlichen Geist, ermöglicht, und zwar durch den Willen wieder. Man entscheidet sich, und zwar auf folgende Art und Weise, das ist völlig anders als im Falle der Esoterik. Man erfasst die Bereinigung des Unrechts in dem eigenen Leben durch Glauben. Ich werde das später noch erläutern, warum ist das nötig. Unrecht steht im Widerspruch zu der Qualität des Schöpfers. Der Schöpfer ist absolut heilig. Und wenn man jetzt eine Beziehung haben möchte mit ihm, wenn man die Liebe Gottes, die uneingeschränkte Liebe Gottes erfahren will, dann muss alles Unrecht, was sozusagen dem Wesen dieses Schöpfers entgegensteht, das muss erst bereinigt werden. Und das erfasst man durch den Glauben. Wenn das geschieht, dann setzt diese Erfahrung ein.
Die Frage ist, kann das koexistieren, wie es eben gerade in diesem Bild so ein bisschen suggeriert wurde? Und das möchte ich mal anhand so einer tabellarischen Betrachtung durchführen, indem ich an das Evangelium und an die Esoterik verschiedene Fragen stelle. Zunächst einmal, was ist Gott im Evangelium und in der Esoterik? Im Evangelium ist ganz klar, das ist der Schöpfer von allem. In der Esoterik ist das nicht so eindeutig definiert. Das kann eine Energie sein, das kann ein kosmisches Prinzip sein oder so etwas Ähnliches. Oder es können ganz viele Gottheiten sein, wie zum Beispiel in der Esoterik hinduistischer Couleur. Dann, was ist die Eigenschaft? Nun, im Evangelium ist es völlig klar, der Schöpfer ist Person und charakterisiert durch Liebe. Aber die Bibel geht weiter. Sie sagt sogar, es ist nicht so, dass der Schöpfer Liebe hat, sondern er ist Liebe schlechthin. Eine sehr tiefe Aussage. Und er ist absolut gut. Die Bibel sagt, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Er ist heilig, ne? Das ist das Wort, was da benutzt wird. Und dann in der Esoterik, da ist es eher unpersönlich, nicht eine Energie, ein kosmisches Prinzip oder eben persönlich, wenn es sich um Gottheiten handelt, wie zum Beispiel die Gottheit Shiva, das ist der Gott der Zerstörung, wo dann auch eine gewisse Fähigkeit oder Eigenschaft deutlich wird. Nun, Ort und Qualität der Erfahrung, wie gesagt, beim Falle des Evangeliums haben wir das im Geist. Und zwar, das ist ganz wichtig als Wahrheitserkenntnis. Was hier kommt, ist nicht eine kosmische Schau, so wie es die Esoteriker in der Erleuchtung erhoffen, sondern es ist eher nüchtern, aber absolut unmissverständlich. Es ist eine Wahrheitserkenntnis. Man weiß, dass man weiß, dass man weiß, das stimmt. Nicht so ähnlich, wie man weiß, dass ich ein Ich bin. Das ist so ähnlich diese Qualität dieser Erfahrung. In der Esoterik ist der Ort der Erfahrung die Seele, wie schon gesagt, und dort ist es eher das Gefühl, was dann auch mitunter expandieren kann in gewaltige Visionen, Lichtschauen und so weiter und so fort. Dann die Frage, was erfährt man? Wie schon gesagt, im Evangelium erfährt man, dass man von Gott, von diesem Schöpfer geliebt ist. Also dieser unermessliche Schöpfer dieses unermesslichen Weltalls kennt mich Winzling durch und durch, er kennt mich bei meinem Namen und er liebt mich ohne Ende. Nicht? Das ist diese gewaltige Erfahrung, die zunächst mal relativ sanft daherkommt, manchmal kaum bemerkbar und dann immer stärker und immer stärker und immer vollständiger wird, immer gewaltiger. In der Esoterik erfährt man zum Beispiel Kraft, Wärme, Energiefluss, Lichterscheinung, auch Stimmen. Nicht? Dann die Frage, was bedeutet Schuld? Im Evangelium ist das ganz zentral. Es ist das, was einen vom Schöpfer trennt, der ja absolut gut ist. Wie ich eben gerade sagte, alles, was seinem Wesen entgegensteht, und das ist das, was wir in unserem Leben immer wieder an Unrecht verzapft haben gegenüber unseren Nächsten, all das trennt von Gott, das passt nicht zu ihm, das kann nicht in diese Gemeinschaft kommen. Nicht? Das ist also eine Trennung. In der Esoterik hat das keine Bedeutung, es wird gar nicht erwähnt. Dann, wie ist der Zugang zu dieser Erfahrung? Relativ logisch im Falle des Evangeliums, diese Trennung von Gott, diese Schuld, die muss entfernt werden. Und das funktioniert durch Vergebung, wie ich das gleich noch erläutern werde, und die erfasst man im Glauben. Es ist ein Geschenk und ein Geschenk kann man sich nicht verdienen und nicht erarbeiten, sondern da gibt es nur eine Möglichkeit des Zugangs, dass man das einfach im Glauben auf sich bezieht. Und in der Esoterik ist der Zugang durch Übung, nicht, um die Seele den Kräften zu öffnen, speziell auch durch Meditation. Dann die Frage, was bedeutet Jesus? Im Evangelium ist es ganz entscheidend, er bezahlt die Schuld und ermöglicht dadurch die Vergebung. Wie ich es nachher auch nochmal sagen werde, es zeigt sich nämlich, das eigene Unrecht, was man so in seinem Leben verzapft hat, zu bereinigen oder zu bezahlen oder zu begleichen oder wie auch immer, ist nicht möglich. Zumindest nicht in einem ausreichenden Maße, denn das Wesen des Schöpfers ist zu gut, sozusagen. Der Standard ist zu hoch. Man kommt da nicht ran. Man kann sich asketisch geben, man kann fasten, man kann beten, man kann auf dem Kopf stehen, man kann meditieren, man kann alles Mögliche, man kann in die Gemeinde gehen, beten und so weiter. Es reicht alles nicht.
Das muss ein anderer machen, stellvertretend, und letztlich bleibt dann nur einer übrig, das ist der Schöpfer selber. Und er tut es, aber eben dort, wo die Schuld angefallen ist, wo das Unrecht angefallen ist. Nicht etwa auf der Ebene von Tieren oder auf der Ebene von Engeln, wenn es die gäbe, sondern auf der Ebene von Menschen. Und das heißt letztlich in einem Menschen. Und dieser Mensch heißt Jesus Christus. Das ist die Bedeutung von Jesus im Evangelium. Und in der Esoterik hatte keine Bedeutung, höchstens auch als Prophet oder als einer der verstorbenen Meister. Und dann zum Schluss, was ist die Zielsetzung? Das haben wir schon gesehen. Es ist die Liebesbeziehung mit Gott und die Liebesbeziehung zu den Menschen. Denn jetzt beginnt ein, wenn diese Erfahrung eingesetzt hat, beginnt ein neues Verhältnis auch zu den Menschen. Man möchte ja seinem Nächsten im Guten begegnen, in Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit, aber das wird häufig überlagert durch das Ego. Beispiel Lüge. Man lügt, weil man letztlich Angst hat, dass wenn die Wahrheit rauskommt, dann kann es einem schaden. Wenn man jetzt aber in dieser Liebesbeziehung mit dem Schöpfer steht, das heißt, man weiß, man ist von ihm geliebt und darin ist man zutiefst geborgen, dann kann man es sich leisten, die Wahrheit zu sagen. Weil man weiß, man kann eigentlich nichts mehr verlieren. Nicht? Das ist eine gewaltige Erfahrung und so funktioniert das, dass man seinem Nächsten dann tatsächlich mehr in der Wahrheit begegnet, das ist wachstümlich, das wird immer besser, mehr in der Wahrheit begegnet, als es sonst möglich ist. Und so ist es dann auch möglich, zum Beispiel seine Feinde zu lieben und so weiter und so fort. Ja, und dann ist natürlich die Zielsetzung auch Heilung von Geist, Seele und Körper. Und letztlich ist es wirklich der Sinn des Lebens. Wenn das einsetzt, weiß man, das ist es, ohne den geringsten Zweifel. Nicht? Die Suche ist dann zu Ende gekommen, so war es bei mir auch. Nachdem ich zunächst mal, wie schon gesagt, in der Esoterik beschäftigt war. Und dann kommt noch eins dazu, was ich bislang noch nicht erläutert hatte, nämlich man weiß, dass man ewiges Leben hat. Das heißt, dass das Leben über die Grenze des Todes, des körperlichen Todes hinausgeht. Das hängt damit zusammen, dass man hier den Sinn des Lebens gefunden hat. Der wirkliche Sinn des Lebens muss beinhalten die Auflösung des Sinnlosesten überhaupt im Leben, nämlich des Todes. Und das ist der Fall. Man weiß, dass man weiß, dass man weiß, dass man ewiges Leben hat. Nun in der Esoterik, wie gesagt, Glück, Erfolg, Erleuchtung, gegebenenfalls auch die Reinkarnation, dass man wieder und wieder und wieder ins Leben eintreten wird, bis man dann schließlich im Nirvana verschwindet, also sozusagen diese Erleuchtung erfährt und Heilung von Seele und Körper. Nun, die Bottom Line, also das Fazit, zeigt an und für sich ganz klar, die Esoterik ist etwas völlig anderes als das Evangelium. Nicht? Das kann man also mühelos festmachen an dem Ort und der Qualität der Erfahrung. Was erfährt man? Was bedeutet Schuld zum Beispiel? Wie ist dann der entsprechende Zugang hier durch die Vergebung, die man im Glauben erfasst, dort durch Übung, um die Seele den Kräften zu öffnen. Was bedeutet Jesus? Nicht? Was ist die Zielsetzung? Alles eigentlich diametral einander entgegengesetzt. Die Esoterik stellt sich letztlich dar als Antithese zum Evangelium. Um das ein bisschen genauer zu beleuchten, möchte ich das Evangelium in Kurzform nochmal bringen. Ich hatte das eben gerade schon zum Teil erläutert, aber der Vollständigkeit halber mache ich das nochmal. Zunächst mal, wie schon gesagt, der Mensch ist zu einem Leben geschaffen, das geführt ist von Liebe und Geborgenheit in Gott. Nun, gleich das erste Menschenpaar, so erläutert die Bibel, entschied sich dagegen, gegen diese Führung in der Liebe und Geborgenheit in Gott und musste sich jetzt eine andere führende Instanz suchen und das ist sein Ego. Nicht? Es lebt fortan in der Führung seines Egos und die ganze Menschheit lebt fortan in der Führung ihres Egos. Und das hat das ganze Dilemma der Menschheit zur Folge, nämlich das ganze Leid, das die Menschheit sich gegenseitig antun. Das geht folgendermaßen. Der Mensch, der jetzt aus seinem Ego heraus selbst entscheiden muss, was gut und böse ist, was falsch und richtig ist, dem kann es durchaus passieren und passiert es immer wieder, dass etwas, was für ihn als gut erscheint, für einen anderen schlecht ist. Nicht? Um seines Vorteils willen kann er anderen Unrecht tun. Beispiel,
bei der Ausbeutung. Derjenige, der ausbeutet, der findet das gut, nicht? Das ist, macht ihn reich, aber diejenigen, die ausgebeutet werden, finden das nicht so gut. Oder um mal ein anderes Beispiel zu nehmen, der Seitensprung. Derjenige, der springt, der mag das ganz amüsant finden, aber der oder diejenige, der oder die zu Hause bleiben oder bleibt, die finden das natürlich nicht so gut. Und so weiter und so fort. Und man kann wirklich alles Leid, das die Menschen sich gegenseitig antun auf diesem Planeten, kann man davon ableiten. Zum Beispiel auch Kriege. Nicht? Wie kommen Kriege zustande? Dadurch, dass ein Diktator sagt, ein bisschen mehr Land für mein Volk wäre doch gut für uns, für mein Volk. Und überfällt die Nachbarländer. Und wenn er Erfolg hat, nicht, dann ist er zufrieden, aber die anderen Länder wohl weniger. Nicht? Und so kann man wirklich, wie gesagt, alles Leid herleiten, auch Mobbing und Ehekräche und so weiter und so fort. Das ist der Grund. Das ist die biblische Diagnose für das Problem der Menschheit. Das Leid, das die Menschheit sich gegenseitig antut. Und in vollkommener logischer Konsistenz dazu ist die Rettung, die die Bibel anbietet, nichts weiter als wieder in die Geborgenheit bei Gott zurückzukommen. Dass das wieder die führende Instanz ist. Aber dazu muss erst die Schuld getilgt werden, wie ich es eben gerade schon erläuterte. Nicht? Um diese Geborgenheit zu verdienen sozusagen, um die ungehemmte Liebe Gottes zu erfahren, muss das, was diesen Schöpfer stört, nämlich die Schuld, das Unrecht, was man verzapft hat in seinem Leben, das muss erst erledigt werden, das muss getilgt werden. Und jetzt kommt es, die Bibel ist hundertprozentig eindeutig in der Aussage, kein Mensch kann seine Schuld selber tilgen. Warum nicht? Der Maßstab des Schöpfers ist viel zu hoch. Da kommt keiner ran. Dieser Schöpfer ist einfach zu heilig. Und die Folgerung, die wiederum logische Folgerung daraus ist, wenn kein Mensch das tut, dann muss es Gott selber tun. Und er macht es nicht dort, wo die Schuld etwa bei Tier, also er macht es dort, wo die Schuld angefallen ist. Nicht auf der Ebene von Tieren oder auf der Ebene von Engeln. Esoteriker wissen, dass es Engel gibt, sondern auf der Ebene von Menschen. Und das heißt in einem Menschen. Wesensmäßig in einem Menschen. Und dieser Mensch heißt Jesus Christus. Jesus heißt übrigens im Hebräischen, Yeshua, übersetzt ist das Gott rettet. Gott macht es nicht. Und dadurch wird dann diese Vergebung möglich. Und das Geschenk der Vergebung ist jetzt im Glauben anzunehmen, wie ich schon sagte. Es ist ein Geschenk, man kann es sich nicht erarbeiten und deswegen kann man da auch nichts tun, außer dass man es einfach im Glauben annimmt. Nicht, dass man sagt, okay, das beziehe ich jetzt auf mich selber. Und das führt dann tatsächlich zurück zur Geborgenheit in Gott als konkrete Erfahrung. Nicht, diese Geborgenheit ist jetzt nicht irgendwie was äußerlich Sichtbares, sondern man spürt es als innere Erfahrung, man weiß, das stimmt. Ja, und die Antithese der Esoterik besteht jetzt im Wesentlichen darin, es verneint die Auflösung der eigentlichen Ursache des Leids, nämlich die Rückkehr zu Gott durch Jesus Christus. Das ist ja nicht vorhanden, sondern es verspricht einen anderen Weg zum Heil, Anführungsstrichen, zu Glück, zu Erfolg und so weiter und so fort. Und wenn das Evangelium jetzt die Wahrheit ist, dann muss man sagen, die Kräfte hinter der Esoterik sind eigentlich verführerische Geister. Die geistigen Kräfte hinter der Esoterik sind eigentlich verführerische Geister. Und wie ich sagte, die Bibel akzeptiert ja oder bestätigt die Existenz dieser geistigen Mächte, aber der eigentliche Wortlaut in der Bibel ist geistige Mächte der Bosheit. Dementsprechend können sich Auswirkungen esoterischer Praktiken darstellen. Was ich jetzt im Folgenden erzähle, werden wahrscheinlich viele bestätigen können, die selber esoterisch praktizieren. Also mir ging es jedenfalls genauso und das sieht folgendermaßen aus. Der Ablauf ist oft folgender. Ist nicht immer der Fall, aber eigentlich, ich denke mal, am häufigsten ist der Ablauf folgender. Zunächst mal erfährt man eine Bindung an diese esoterischen Kräfte und zwar, es kann der Eindruck erweckt werden, dass hier die Erlösung und die Erleuchtung ist, gerade für Sinnsuchende, nicht? Dass sie sagen, das macht Sinn, da geht es lang. Oder man wird durch Heilungserfolge fasziniert und dadurch an diese Kräfte gebunden, dass man sich damit weiter beschäftigt. Oder einfach nur das Spiel mit unbekannten Mächten fasziniert, vor allen Dingen, weil es auch das Gefühl der Macht verleiht, nicht? Und das führt zu einer Bindung.
um dann häufig in seelische Belastung geführt zu werden. Das ist das Problem. Zum Beispiel als Depression, als Angststörung, als Zwangsgedanken, als Stimmen, die man hört und die bedrohlich sind, bis hin zum Verfolgungswahn und Todessehnsucht und so weiter. Das Ganze ist tatsächlich gefährlich. Und ich untermale es mal mit diesem gefährlichen Hintergrund sozusagen. Ja, wer das nicht glaubt, da gibt es Videos für Beispiele konkreter Erfahrungen, und zwar zahllose Videos. Ich habe hier nur einige angeführt. Man google etwa, eine Schamanin steigt aus. Nicht? Wenn man das einträgt in Google, dann bekommt man dieses Video. Oder Buddhist findet Erleuchtung, / Suche nach dem Sinn des Lebens. Oder als Buddhist Sehnsucht nach Erleuchtung, / Depression hätte mich fast umgebracht. Dann sehr gut Martin Kamphuis, ein Buddhist begegnet Jesus. Ja, und dann gibt es auch Bücher. Sehr gutes Buch hier ist Der Tod eines Guru. Und wer wirklich Hardcore haben will, der lese das Buch von Johann Christoph Blumhardt. Das ist eine Biografie, die von Zündel geschrieben ist. Nun kann es sein, dass der eine oder andere, der das bisherige gehört hat, sagt, so falsch ist das eigentlich nicht. Und ich selber spüre auch da so eine gewisse Bedrohung schon, gewisse Depression oder Schlaflosigkeit oder wie auch immer. Und fühlt sich da eigentlich nicht so ganz wohl. Das ist übrigens so eine typische Manifestation. Und letztlich denkt der Mensch, mir ist das zu heiß, ich möchte da raus. Die Frage ist, wie kommt man da raus? Hier sieht man so ein Bild von jemandem, der in der Esoterik befasst ist. Nicht? Also die Wirkung hat eingesetzt in der Seele und vielleicht auch schon im Körper. Und die Frage ist, wie gesagt, wie kommt man da raus? Nun, das geht folgendermaßen. Wir hatten ja festgestellt, der Geist öffnet den Kräften den Zugriff auf die Seele durch den Willen. Das ist ganz entscheidend. Und durch den Willen hat er sich entschieden, diese esoterischen Übungen zu veranlassen und dann hat das die ganze Sache aktiviert. Und dementsprechend geht es auch wieder raus, auch wieder durch den Willen. Nämlich, der Geist kann genauso gut den Kräften den Zugriff auf die Seele wiederum durch den Willen verschließen. Und das geht dadurch, dass er sich regelrecht lossagt. Also man muss einerseits natürlich wollen, man muss wirklich daraus wollen. Es hat keinen Zweck mehr, dass man da noch so ein bisschen liebäugelt damit, sondern man muss ganz weg wollen. Und dann ist es sehr wichtig, dass man das auch spricht, dass man sich lossagt, dass man regelrecht spricht, ich sage mich jetzt los von diesen ganzen Kräften, ich will nichts mehr davon wissen, ich wende mich ab, ich sage mich los. Und dann stoppt man die Übung natürlich und entsorgt alles esoterisches Material, das ist auch nicht ganz unwichtig, alle Literatur und was da an Figuren und sonst was dazugehört, alles weg. Damit hat man einen ersten Schritt getan und das sollte schon eine gewisse Erleichterung bringen. Es ist nun aber so, diese Kräfte haben die Tendenz, zurückkommen zu wollen. Und sie können das nur dann nicht, wenn sie einen Widerstand verspüren. Nun leben sie ja sozusagen auf einer geistlichen Ebene, das heißt, sie brauchen ein geistliches Widerpart, einen geistlichen Widerstand. Und auf dieser geistlichen Ebene gibt es gegen diese Mächte nur einen, der diesen geistlichen Widerstand liefern kann. Das ist Jesus Christus. Das heißt also, als zweiter Schritt ist es tatsächlich erforderlich, sich jetzt Jesus Christus zuzuwenden. Und das geht auch wieder so, wie wir es vorhin schon gesehen haben. Nicht? Der Geist öffnet jetzt Gott den Zugriff auf sich selbst wieder durch den Willen. Er erfasst, wie schon vorher ein bisschen erläutert, die Bereinigung des Unrechts in seinem Leben durch Glauben. Und das funktioniert folgendermaßen. Man kann diese Bereinigung des Unrechts, also die Vergebung, kann man auf sich beziehen gedanklich. Indem man einfach sich gedanklich vorstellt, okay, da ist die Vergebung, die beziehe ich jetzt auf mich durch den Glauben. Ich glaube einfach, dass das für mich gilt, dass mir jetzt vergeben worden ist, dass die Bereinigung komplett stattgefunden hat. Das Problem dabei ist nur, dass Gedanken flatterig sind. Es ist besser, das in diesem Fall zu sprechen, denn was man spricht, das meint man. Und in diesem Fall ist das Sprechen nichts weiter als ein Gebet. Und dieses Gebet ist dem Inhalt nach
Dem Wortlaut kann es differieren, aber dem Inhalt nach ist es seit 2000 Jahren Millionen- und Milliardenfach immer das Gleiche. Etwa folgendermaßen. Herr Jesus Christus, ich bekenne, dass ich Unrecht getan habe. Nicht? Man muss also die Barriere, die muss man ansprechen, die da das Problem darstellt, weshalb man diese Gemeinschaft noch nicht hatte. Ich bekenne, dass ich Unrecht getan habe und bitte vergib mir jetzt. Und dann kommt der Glaubensschritt, indem man sagt, danke, dass das jetzt geschehen ist. Nicht? Und versieht das so gut, wie man kann mit Glauben. Das heißt, man erfasst es im Glauben, aber es ist ganz klar, am Anfang ist der Glaube noch nicht besonders ausgeprägt. Das macht aber gar nichts. Dieser Schöpfer schaut ins Herz. Und wenn man das wirklich will, dann reicht das nicht. Danke, dass das jetzt geschehen ist. Und nun komm in mein Leben und führe mich von nun an. Das ist immer das Gebet. Wie gesagt, inhaltlich. Vom Wortlaut her kann es ein bisschen differieren. Und dann geschieht es. Die Erfahrung setzt ein. Das ist immer und immer und immer wieder die Erfahrung, wenn man dieses Gebet betet, dann setzt diese Erfahrung ein, häufig unmittelbar mit einer Erkenntnis des Friedens, der Güte, der Ruhe, dass jetzt die Dinge erledigt sind. Und Sie sehen hier übrigens jetzt die äußeren Ringe, die sind jetzt frei von der Belastung durch die esoterischen Mächte. Das spürt man. Häufig sofort, manchmal ist es aber auch so, dass es erstmal so langsam losgeht. Man merkt dann nur, oh, das ist eigentlich was Gutes. So war es bei mir übrigens, als ich mit 25 Jahren dazu kam, da merkte ich nach diesem Gebet, was das ist, weiß ich nicht, das verstehe ich gar nicht, aber es ist was Gutes. Und dann so nach und nach wird das immer intensiver und klarer. Man weiß, es gibt es ja gar nicht. Alles ist vergeben. Alles ist bereinigt. Und dieser Schöpfer hat sich mir zugewandt und ich erfahre seine unvoreingenommene Liebe und darin die zutiefst die Geborgenheit und den Sinn des Lebens. Nicht? Diese Erfahrung, die ist dann unmissverständlich, die ist konkret und wächst. Wie gesagt, am Anfang mag sie etwas schwach ausgeprägt sein, wächst immer mehr und es ist ganz naheliegend, dass man sich dann insbesondere darum kümmert oder damit beschäftigt, wer ist eigentlich dieser, der mir das jetzt hier ermöglicht hat, Jesus Christus. Das heißt, man liest im Neuen Testament. Nicht? Und das ist sehr zu empfehlen, dass man das also mehrfach einfach hintereinander weg immer wieder durchliest. Dann kommen langsam die Erfahrungen. Zunächst wird man wenig verstehen, aber so nach und nach wird es immer deutlicher und immer deutlicher. Ja, dann ist man das Problem los, nicht nur das, sondern dann haben sie gefunden, was sie in der Esoterik gesucht haben. Ja, ich möchte zum Schluss noch weitere Informationen zum Evangelium mitteilen. Und zwar handelt es sich jetzt hier wenig nicht mehr um die Esoterik so sehr, sondern wenn jemand auf diese Weise tatsächlich zu dieser Erfahrung gekommen ist, dann ist es gut, wie ich schon sagte, wenn er in der Bibel liest, aber es ist auch ganz gut, wenn man zusätzliche Informationen bekommt. Und dazu habe ich einige Informationen geliefert, einmal ins Internet und zum anderen als Bücher. Im Internet, da kann man auf meine Website gehen, www.sinn-suche.de, leicht zu merken, nicht? Sinn-suche. Und in dem Blog dort, da gibt es einen Link zu einem YouTube-Kanal, zu meinem YouTube-Kanal, da gibt es mehr Videos. In der Website gibt es auch 4 Videos, aber in dem YouTube-Kanal gibt es dann noch mehr. Und da gibt es dann in der Website auch Antworten zu typischen Fragen, die man so hat. Nicht? Wer hat Gott erschaffen und warum kommt Leid und so weiter und so fort, diese typischen Fragen. Ja, dann in Büchern. Ich habe ein Buch geschrieben, Expedition zum Ursprung, ein Physiker auf der Suche nach dem Sinn. Da habe ich den etwas abenteuerlichen Weg von mir beschrieben, wie ich zu dieser Erfahrung gekommen bin, wie ich nach der Suche in der Esoterik dann schließlich hier fündig geworden bin. Das ist übrigens ein Buch, was man auch bei mir selber bestellen kann. Gern auch signiert und meine E-Mail-Adresse ist in der Website zu finden. Ein weiteres Buch, ach so, übrigens so sieht dieses Buch dann aus, Expedition zum Ursprung. Ein weiteres Buch ist Christsein ist keine Religion, ein Physiker entdeckt die Antwort.
Hier habe ich versucht, mit dieser falschen Vorstellung vom Christsein aufzuräumen als eine verhaltensorientierte Religion. Das ist es nicht. Christsein ist Sein. Es ist ein neues Sein, was man bekommt. Ja, und dann das letzte Buch, Moderne Physik und christlicher Glaube. Wie die Bibel die Wissenschaft bestätigt, nicht unbedingt umgekehrt, die Wissenschaft bestätigt die Bibel, sondern letztlich bestätigt die Bibel oder bescheinigt der modernen Wissenschaft, heute endlich auf dem richtigen Weg zu sein. Hier habe ich also versucht, die falschen Vorstellungen zu beseitigen, die man hatte, früher zumindest aufgrund der klassischen Physik, die ja jetzt überholt ist durch die moderne Physik. Die klassische Physik, die zeitigt tatsächlich Widersprüche zu den Aussagen der Bibel, die sich im naturwissenschaftlichen Kontext bewegen. Aber die moderne Physik hat damit restlos aufgeräumt. Das ist ganz erstaunlich und das habe ich also hier dargestellt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich bin gespannt auf Ihre Kommentare und antworte gern.